Hallo und herzlich willkommen zu Meinespresso TV. Heute geht es um das Thema, kann Wasser Gefühle haben? Es gibt einen berühmten Mann, der das erforscht hat, Masaru Emoto. Und der hat also so kleine Wasserpröbchen genommen und hat die also mit Heavy Metal und mit klassischer Musik bespielt. Und dann hat er die Kristalle auf eine bestimmte Art und Weise, das Wasser eingefroren auf eine bestimmte Art und Weise. Und die Wasserkristalle sehen tatsächlich unterschiedlich aus, behauptet dieser Herr Emoto. Und wir sind natürlich ein investigatives Internet-TV-Format und wir möchten das natürlich in einem eigenen Experiment herausfinden, ob Materie tatsächlich auf Worte, auf Musik, auf Klang, auf was auch immer reagiert. Dazu empfiehlt Masaru Emoto das Reisexperiment. Wir werden hier also drei Becher mit frischem Reis füllen, den ich hier gerade noch extra gekocht habe im Meinespresso TV Kochstudio. Und wir werden die also in drei unterschiedliche, füllen, also drei unterschiedliche Behältnisse. Und dann werde ich draußen etwas draufschreiben, nämlich einmal du Idiot und einmal du Wundervolles, was auch immer, oder ich liebe dich oder ich hasse dich. Mir wird da schon irgendwas einfallen und beim ersten Becher ich liebe dich, beim zweiten ich hasse dich und beim dritten, den werde ich einfach komplett ignorieren. Das bedeutet also, diese Becher werden hier hinter mir sichtbar jetzt eine Zeit lang stehen. Und wenn es nach Masaru Emoto geht, dann ist der Reis, der sich in dem Glas oder in dem Becher, der komplett ignoriert wird, am schnellsten verfault. Im Gegensatz zu, wenn hier jetzt drauf steht, ich hasse dich, dann ist das auch verfault, aber nicht so stark wie das aus dem Glas. Und wo ich liebe dich drauf steht, der Reis hält sich am längsten frisch, auch wenn er hier bei uns im Studio in meiner Bibliothek steht. Gut, dann will ich das mal machen. Ich werde erstmal das wird dann jetzt eine Zeit dauern und ich weiß gar nicht, wie lange die Versuchsanordnung sein soll. Ihr könnt das ja zu Hause auch mal nachmachen. Also ich habe mal ein Video gesehen, da hat der Herr Emoto das mit Erdbeeren gemacht, was natürlich schade um die schönen Erdbeeren ist, deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich lieber Reis. Und das ist jetzt der Vorführeffekt. So. Das hält nicht. Dann mache ich das erstmal. Und der hat das mit Erdbeeren gemacht und tatsächlich, das taucht nichts. Dann lassen wir das weg und dann schreibe ich es einfach so direkt auf die Becher. Ist ja hoffentlich abwaschbarer Stift. Also hier schreibe ich rauf, ich liebe dich. Steht hier also ganz deutlich zu erkennen drauf. Zwischendurch mal einen Schlüssel Espresso. So, und hier kommt drauf, ich hasse dich. So, auch zu erkennen, der dritte Becher bleibt leer, wie gesagt, also von wegen der Beschriftung. Und jetzt kommt das hier rein, also ich liebe dich. Wir fangen mal bei dem ignorierten Becher an, den wir ja ignorieren. Und füllen mal den Reis ein, also jetzt beachten wir den Becher noch. Und vielleicht könnt ihr ja auch zu Hause mitmachen und ignoriert diesen Becher einfach. Den Becher stelle ich auch, mache ich jetzt zu. Heute haben wir, wenn ich das Datum wüsste, ich schau mal kurz. Heute ist Donnerstag, der 16. Juni 2011. So, und den Becher stelle ich dann mal hier unten hin. Ich hoffe, das riecht nachher nicht zu streng, aber das sollte ganz gut sein von der Abriegelung. So, jetzt kommt der Becher mit Ich hasse dich. Da packen wir jetzt auch noch was rein. Das ist dann ungefähr die gleiche Menge. Ja, ich hasse dich. Und der Becher wird dann auch hier hinten stehen. So.
Und hier kommt der Becher, der letzte Becher, mit Ich liebe dich. Also relativ gleiche Versuchsanordnung. Diesen Becher werde ich dann hier hinstellen, also da gibt es kleine Unterschiede, so dass ihr das auch sehen könnt, aha, das Experiment läuft noch, und dann werde ich das vielleicht in einer Sondersendung auflösen, was denn jetzt daraus geworden ist. Die Sachen bleiben hier so stehen. Vielleicht mache ich das auch in einer normalen Sendung und ihr könnt es ja zu Hause auch mal ausprobieren. Ein paar Links werde ich noch unter das Video setzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Nachlesen bei Masaru Emoto, und dann werden wir in einiger Zeit sehen, was passiert ist. Bis morgen, wenn ihr wollt, hier bei MeinEspresso TV. Tschüss.